Am Montagmorgen erlitt der Fahrer eines Renault-Kleintransporters auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt tödliche Verletzungen. Offenbar erlitt der Fahrer kurz nach Hemsbach eine Panne und stellte sein Fahrzeug auf dem Standstreifen ab. Aus bislang unbekannten Gründen wurde der Fahrer außerhalb seines Fahrzeugs von einem Sattelzug erfasst und dabei tödlich verletzt. Ja, die Feuerwehr Weinheim ist zu einer Unterstützung des Rettungsdienstes heute Morgen hier auf die A5 alarmiert worden. Wir hatten die Meldung, dass eine Person auf der Fahrbahn liegt. Das hat sich dann auch so bestätigt. Und die Feuerwehr musste hier zwar keine technische Rettung mehr durchführen, allerdings haben wir dann Sichtschutz und Absicherungsmaßnahme in Unterstützung für die Polizei durchgeführt. Die Unfallbeteiligten wurden von der PSNV-Einheit der Feuerwehr Rhein-Neckar betreut. Die A5 Richtung Frankfurt wurde gesperrt und der Verkehr wird ab Hemsbach ausgeleitet. Die Unfallermittlungen vor Ort dauern an.